So, weiter geht es. Mein Leben ist auf einem Balken und blinkt auch schon. Und ich glaube, ich nehme mir Rad langsam mal an. Ich drücke mal kurz die 1. Lade mein Leben auf mit einem Medipack. Und gehe hier runter. Spiel gespeichert, okay. Natürlich. Nein, 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 nein. Sag mal. Was sage ich? Treffe einfach nicht. Granate. Schön. Ja, lass uns doch mal fortfahren. Warte mal, ich drücke jetzt schon mal. Ne, brauche ich gar nicht. Ich halte schon mal meine Hand auf der 4. Oh, warte mal. Unten. Hallo. Ja, ich weiß doch mal an. Das ist ein Kannibale. Guck mal an. Stirb, 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 stirb. Er ist tot. Du bist auch tot. Du bist auch tot. Noch jemand? Na, 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 na. Und das war's für dich. Und auch fast für mich. Weiterhin Druck machen. So. Mehr Leben für mich. Und da ist ein Kannibale mit einer Barriere. Das ist natürlich dämlich. Warte mal. Bist du jetzt tot? Ich hoffe doch. Da hinten ist noch jemand. Ach, hier ist ein Barrieremonitor. Weg! Lalalalala. Hallo, Herr Kannibale. Sie haben hoffentlich nichts gesehen. Alles gut, alles gut. Ganz entspannt bleiben. Munition, wie freundlich von euch. Hallo? Hast du aufgenommen? Gut. Gut, dass du zwar nichts... Nee, du hast nicht aufgenommen. Du hast nur noch 40 Schuss. Ich höre böse Dinge. Ja, Spornkapseln sind böse, aber nicht das, was ich meine. Unten bleiben. Sie darf sie nicht anvisieren. Sagt der Shepard und wird umgebracht von der Dame, die sie analysiert hat. Oder von dem Barrieremonitor, wie sie komischerweise heißt. Wo bin ich? Ich bin hier. Super. Ich glaube, ich bleibe wirklich mal bei der... Ist rote Munition, das ist korrekt, aber ich meine bei der, bei dieser Waffe, genau. Und? Husk Nummer 1. Hier ist Kannibale auch, okay. Na, 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 na. F, 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 F. Und geh runter. Runter. Mein Gott, ey. Auch schön, dass wie James und Dingens hier rumlaufen. Aber egal, das kriegen die schon hin. James lebt noch. Und auch Javik lebt noch, überraschenderweise. Der Füße da hinten muss langsam mal sterben, der nervt nämlich ein bisschen. Dummerweise sterbe ich dabei fast. Kurzer Medikit für mich. Und ein 4 für die Verwüster. Weiterhin Druck machen. Ja, du bist gut. Ich bin ja hinter irgendeiner Deckung. Entsprechend davon Druck zu machen. So, aber der ist schon mal tot und da ist noch jemand. Achso. So, alle wieder zu mir bitte. Verstanden. Raus. Mal kurz speichern. Speichern, genau. Ich habe gestern noch Vampire gespielt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit Speichern. Und laden. Ihr wisst ja, wie das ist. Und da drüben sollen gleich neue reinkommen. Nehme ich mal an. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Deckung. Naja, klappt aber dummerweise nicht. Ja, da unten will ich. Oh Gott! Unten bleiben. Sie darf sie nicht anvisieren. Apropos anvisieren.
Das läuft gerade schlecht mit dem Ding. So ein Kannibal, das praktisch mit einem Schuss tut. Auch wenn schon ein bisschen vorgearbeitet wurde. Na gut. Dann einmal eine 4 für dich. Panzerung brennt ja mal so schön. Und das war's. Sehr schön. Wir müssen ganz in der Nähe sein, Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Kann man sagen, ja. Alles in Ordnung. Oh, da müsst ihr ja nicht langlaufen. Kämpfen besser. Halleluja. Was für Kämpfe. Aber interessant, würde ich mal gerne wissen, ob sich die Rachen immer noch um unsere Seite bekehren lassen. Selbst nach der Munition vorher, achso. Selbst nachdem wir hier ein paar von ihnen getötet haben, wahrscheinlich haben wir sie erlöst. Das trifft vielleicht eher. Eine Brutkapsel. Okay. Ach du Scheiße. Ich hätte jetzt gerne meine Flammenwerfer wieder. Warte mal, kann ich nicht hier diese kleine Waffe nehmen? Genau. Zack. Und hier nochmal und da nochmal und 4. Hä? Nicht getroffen? 4? Wollte gerade sagen. Und da hinten noch so ein bisschen. Das noch weg, bevor ihr überall Husk rausschlüpfen, wisst ihr? Man kann nicht vorsichtig genug sein bei den Viechern. Gut, nachladen. Noch mehr von den kleinen Mistkerlen. Ja, wo denn? Oh, Firestorm, sehr schön. Erstmal die Munition aufnehmen, dann die Firestorm mit aufnehmen und dann hier ein bisschen Piff-Poff machen. Ach, die leben üblicherweise auf toxischen Planeten. Hier ist das anders. Sie sehen nicht aus wie normale Rachni. Die Reaper müssen sie verändert haben. Natürlich haben sie das, weil sie sowas lieben, Rachen oder Lebewesen zu verändern. Gut, nichts getroffen. Der Stein war, glaube ich, im Weg. Jupp. Oh, und Sprung! Ich glaube, die züchten hier unten eine ganze Armee von diesen Dingern. Ja, das kam mir auch in den Sinn. Sie vermehren sich rasend schnell. Und hier draußen merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Das heißt für uns, wir müssen das Nest erreichen und es vermutlich vernichten. In der Hoffnung, dass wir die Königin dabei beschützen können. Das ist der wichtige Teil für mich. So, so. So. Also, wir kommen ein bisschen zäh vorwärts, weil wir jetzt mal die ganzen Eier zerstören müssen. Aber dafür sind ja wahrscheinlich diese ganzen Firestorms da. Ah, wir kommen weiter runter. Leute, folgt mir. C. Ich höre Feuer. Ah ja. Unsere organischen Freunde sind hier. Blockiert und überrannt. Durchhalten, Grunt. Ich komme. Beeilung, Shepard. Der schubst wahrscheinlich da runter, oder? Ach du Scheiße! Ach nee, nicht schon wieder das. So, 1, 2. Wir müssen ein bisschen hinmachen hier. Damit unser Grunt hier unten überlebt. Und wir werden gerade gleich wieder angegriffen. Da ist der Schalter! Los! Was für ein Schalter? Erstmal, ja, Firestorm, warum nicht? Medikit aufheben, Durchschlagspistole, Mod, tralala, was auch immer. Bootkapsel, was für ein Schad, das ist der Schalter, oder was? Ah ja, man muss lange noch auf den Schalter feuern, dann wird der Schalter aktiviert, ganz klar. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachen, die haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben beschützt, was hinter dem Durchgang ist.
Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Das ist eine coole Idee, danke. Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Ach, Grunt. Kroganer, bereit machen! Ganz ehrlich, Grunts Schrotflinte hier ist wahrscheinlich Gold wert. Aber wir müssen weiter. Zentralkammer finden, Firestorm aufheben. Ja. Ach nee, das ist die alte. Okay, toll. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Weil hier waren wir noch nicht. Achtung, noch mehr Eier. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ja, wollte gerade sagen. Das ist auch der Vorteil davon, dass ich ganze Eier zerstöre. Überall, wo noch Eier sind, da war ich noch nicht. Was ist das? Reaper-Tag-Bergen. Hinter den Eiern verborgen. Na, guck mal an. Ich will jetzt ungern hinter mir kriechen und diese Flamme im Kopf haben. Grunt, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten Ihnen den Rücken frei, Shepard. Das ist schön. Da unten lag schon jede Menge Munition und hier geht es los. Ein Battleground wird offenbar errichtet. Verdammt! Da ist die Zentralkammer. Das ist da oben der Schalter, ja, tatsächlich. Du Scheiße. Und auch für dich noch ein. Komm, verbrenne. Und für dich noch ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runter, runter. Bleib unten. Wir müssen den ganzen Husk vernichten hier, bevor wir irgendwelche anderen Spirenzien machen. Da ist ein Kannibale, da ist ein Verwüster. Das ist okay. Gut, wir können anfangen, Spaß zu haben. Das war nicht lustig. So, Javik ist praktisch tot, nehme ich mal an. Und jetzt ist es nicht Javik, das sind keine Bale. Egal, du bist auch tot. Oh, ich wurde noch getroffen. Mist, 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 Mist. So. Auch du bist tot. Einmal verbrennen, so ein Schuss bringt doch echt Gutes mit sich. Alter Schwede. Warte mal. Brenne erstmal ein bisschen. Der Verwüster da hinten nervt ein bisschen, nicht wahr? Und das war's, mein lieber Verwüster. Habe ich die Firestorm noch? Habe ich noch. Sehr schön. Aufheben. Wer weiß, wie viele Eier ich noch vernichten muss. So, haben wir noch irgendwelche Munition hier oder sowas, die liegen geblieben ist? Leider nicht. Dann wieder hoch. Nochmal hoch. Ach, das ist Munition. Guck mal an. Na gut, dann gehen wir halt einfach rum. Geht auch. Reaper-Barriere-Knoten mache ich mir, guck ich mir gleich an. Ich hole erstmal die neue Firestorm und neue Munition. Alles cool. Und jetzt. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Die Wände da hinten stürzen ein. Fantastisch. Ich glaube, ich bleibe am besten mal hier unten. Ach, nicht schon wieder so einer. Aber eine Panzerung hält Gott sei Dank nicht so viel aus. Meine dafür ist aus Stein, das ist ganz günstig. Offenbar werfe ich die ganze Zeit durch die Panzerung. Durch den Stein durch. Entschuldigung. Oh, das war laut. Das muss ich definitiv rausschneiden. Entschuldigung. So, Kannibal ist kaputt. Und der Große da hinten hat offenbar noch gelebt. Aber jetzt nicht mehr. Alles gut. So, wieder hoch. Ja, Munition ist immer noch voll, natürlich. Der Feind ist heute ebenso unerbittlich wie in unserem Zyklus. Konzentration! So, Herr Kannibale. Und Schuss. Puh. Vielleicht mal hier hin. Ja, vielleicht solltest du dich vorher hinhocken, bevor du dich hinlegst. Aber so geht's natürlich auch. Bitte nochmal fortfahren. Ich weiß nicht genau, wo ich gespeichert habe. Oder wo er gespeichert hat. An diesen Barrieren vorbei.
Okay. Nee, bleib ruhig weg. Komisch, dass mein Verbrennen besser ist als das Verbrennen des Flammenwerfers. Wow, das war ein guter Schuss, muss ich dir lassen. Wow, 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 wow. Ich brauche unbedingt mal meine richtige Waffe. Ah, warte mal. Halt mal still. Nicht getroffen, sehr schade. Das war aber ein Treffer. Und das auch. Noch ein Kannibale. Noch ein toter Kannibale. Da hinten könnte noch einer gewesen sein. Ach nee, da vorne ist noch einer. Ist auch okay. Und das wird es hoffentlich gewesen sein. Nicht wahr? Das war's. Sehr schön. So, nochmal speichern. F5. Ich trete immer in die falsche Richtung, dieses Rad. So. Die hätte ich gerne. Dann gleich in Deckung. Ebenso unerbittlich wie in unserem Zyklus. Konzentration! Okay, 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 okay. Nicht schlecht. Okay, und jetzt 4. Runter. Runter, 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 runter. Jetzt wieder die 4. Sehr, sehr schön. Kannibale ist auch noch tot. Da ist noch ein Kannibale. Hier vorne ist ein Husk. Alter Schwede. Noch einer? Ne, alles cool ansonsten. Kannibale halt. Der mit irgendwem kämpft, mit James. Der leider gerade verstorben ist. Ein Husk mit Barriere. Nützt dir nichts, mein Freund. Nützt dir nichts. Lalala. Bleib unten. So. In die richtige Richtung drehen. Schwere Pistole. Alles cool. James lebt wieder. Ja, lief doch ganz gut. Nochmal gespeichert. Eine sehr kampflastige Aufnahme heute. Aber damit muss ich ja rechnen, wenn es um Rachni geht. So, da hinten ist was zum Mitnehmen. Da sage ich nicht nein. Oh, eine Firestorm. Oh, und wieder ein Knoten, den wir kaputt machen können. Hopp, hopp, hopp. Es sind mehr, als ich gedacht hatte. Weitermachen, Leute! Eigentlich sind es bei Rachni immer mehr, als man gedacht hat. Ich bin gleich tot. Nur mal so zur Information. Mist. Ja, ich muss am besten gleich in Deckung suchen. Ich fahre mal fort. Und ich könnte auch mal ab und zu ein bisschen die Kräfte benutzen, wenn wir gerade so auf. Es sind mehr, als ich gedacht hatte. Weitermachen, Leute! Ja, 4. So, und 4. Okay, und 4. Da hat es mich noch erwischt mit so einem kleinen Streifschuss. Okay. Und 4. Das verdammte Barrieren. So, stirb endlich da hinten. Lad mal nach, Shepard. Ist ja keine Art hier. Wer ist eigentlich tot? Ach, Javik ist tot. Das ist schlecht. Ach, guck mal, noch ein Husk. Gut, war jetzt nicht wirklich nötig, dafür einen Schuss zu opfern, aber egal. Ein Husk für dich. Ein Kannibale, was? Und er verbrennt. Und du verbrennst. Und du stirbst. Stirb, 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 stirb. Genau. Doch, wie viele sind das denn bitte? Einmal das. Und das. Natürlich. Wie viel Schuss haben wir noch? Ach, noch genug. War's das jetzt? Ja, Javik steht wieder auf. Das war's. Sehr, sehr schön.
was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bring sie's zu Ende. Verstanden. Ich hoffe, ich habe sie verschreckt. Hier haben wir auch noch reichlich Munition. Wir kommen in Frieden. Ah! Was zum Teufel? Der unerträgliche Ton ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Wir lauschen den Kindern. Sie sind still. Oh, die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend in der Ferne. Haben die Reaper ihnen das angetan? Ja. Der schreckende Ton der Maschinen ist überall. Okay, wir werden natürlich wirklich versuchen, dieser Königin zu helfen. Was ist passiert erstmal? Ich lasse sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten. Uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren verdrängt. Ja, es ist vorbei. Sie sind eine Marionette. Na, momentan sind sie keine Marionette. Momentan, sie hat natürlich auch begriffen, dass sie desbenutzt wurde. Von daher muss ich das nicht wirklich noch erwähnen. Ich sage mal, es ist vorbei. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Das klingt ein bisschen panisch von Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Sehr gut. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Javix gerade dagegen. Grunt ist wahrscheinlich dagegen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich muss also Javix und Grunts Meinung brechen. Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Ich hasse diese Mission. Ah. Fuck. Entweder helfen wir der Rachni bei der Flucht und haben möglicherweise... Ich muss einfach mal ganz die Pros und Kontras aufwiegen. Es ist furchtbar, weil ich meine Entscheidung jetzt schon kenne. Entweder helfen wir ihr bei der Flucht und haben möglicherweise die Rachni auf unserer Seite, weil sie ja, wie gesagt, die Maschinen hasst. Und die Rachni auf unserer Seite zu haben, kann nicht schlecht sein. Das kann man wohl nicht sagen. Also es kann Probleme geben, aber es ist definitiv ein echt großer Trumpf gegen die Reaper noch, die Rachni in den Krieg einsetzen zu können. Helfen wir ihr nicht, wird sie wahrscheinlich sterben und Grunt wird leben. Das ist nämlich das Übel dabei. Wenn ich sie sterben lasse, kann es wirklich sein, dass Grunt stirbt. Wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben sie verstanden? Das ist nämlich das Problem gerade. Aber ich muss leider sagen, ich muss ihr bei der Flucht helfen, obwohl ich Grunt wirklich liebe. Ihr wisst, dass ich ihn liebe. Ich habe ihn sogar beim Endkampf dabei gehabt im letzten Spiel. Das bedeutet schon einiges, aber ich muss der Königin helfen, weil die Opfer müssen leider gebracht werden. Das tut mir echt weh. Aber ich muss ihr bei der Flucht helfen. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen ihnen Zeit. Grunt, zurück zu unserer Position. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Commander? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Oh.
Scheiße. Das gibt nochmal Konfliktstoff. Meine Güte. Und jetzt bringt sie uns hier raus. Warte mal, das hat doch keine Zeit gekostet gerade. Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Grunt. Weg hier, Shepard! Und dazu noch diese scheiß Klaviermusik. Jetzt bin ich dran. Letzte Kampf von Grunt. Gottes, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Ihr wollt gerade hier ganz Hoffnung machen, dann stirbt er jetzt. Hat jemand was zu essen dabei? Grunt! Grunt, du altes Arschloch, du hast überlebt! Alter! Oh! Oh! Ich bin glücklich, ich habe irgendeinen scheiß Erfolg, ist mir egal. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Mein Gott! Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Alter Schwede. Bin doch jetzt fertig, Mann. Shepard, Sie haben es geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Es war nicht schön, das ist allerdings richtig. Gut, dass Sie es nicht riskiert haben. Ein Glück, dass wir lebend daraus sind. Ich wusste, dass Sie es schaffen, Shepard. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich Sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davon gekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, das werde ich wohl. Erste Tests an der Koganerin verifiziert, Commander. Resultate positiv. Schön. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Fast. Jetzt brauchen wir noch eine Methode, um das Heilmittel in die genetische Struktur anderer Koganer einzubringen. Sie haben sich schon mal infiziert. Das ist richtig, aber ich komme erstmal zu den positiven Dingen. Irgendwelche Ideen dafür? Salarianer haben doch Ideen, Wix. Es muss einen Weg geben. Klar, es gibt zahllose Methoden, aber wir brauchen eine, die schnell arbeitet. Es gibt eine Anlage auf T'Chanka, die könnte unseren Zwecken dienlich sein. Der Mantel. Meine Regierung hat ihn während der Krogana-Unterstützung gebaut, nach dem Nuklearkrieg. Was macht das Ding? Der Turm setzt Atmosphärepartikel frei, um den Planeten vor Solarstrahlung zu schützen. Aber es gab noch eine andere Verwendung. Ja. Ist schon klar. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen.
Ganz ehrlich, jetzt kann man ruhig mal offen sein, weil besser bringen wir es jetzt auf den Tisch, legen wir jetzt alle Karten auf den Tisch, anstatt uns nachher die Messer an die Kehle zu setzen. Das war hinterlistig, das stimmt, das war clever, das stimmt, aber es war hinterlistig. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Aber das kann die Kroganer jetzt retten. Der ursprüngliche Genophage-Stamm wird in der Mantelanlage gelagert. Er kann als Träger des Heilmittels fungieren und der Mantel kann es auf ganz Tuchanka freisetzen. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Wix. Gut, ich bin mit Eva in der Krankenstation, wenn Sie mich brauchen. Mit Eva? Achso, das stimmt ja. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Ich hätte ganz kurz gedacht mit Edi, aber das ist war falsch. So, wir haben ja einiges erreicht. Meine Güte, wir haben die Rache tatsächlich gerettet. Wow. Wow, kann ich nur sagen. Wir haben Grunt überleben lassen. Ihr habt meine Reaktion gemerkt, die war echt. Natürlich war die echt. Alles, was ihr seht, ist echt. Oder alles, was ihr hört, ist echt von mir aus gesehen. Ich bin heilfroh, dass wir Grunt gerettet haben. Ich bin, also, wahrscheinlich wird er ziemlich sauer auf uns sein, weil wir seine Kompanie haben sterben lassen, oder seinen Trupp haben sterben lassen für die Rachni-Königin. Wird er wohl nicht so ganz leicht schnell verarbeiten können, vor allem, weil er nicht gerade ein Freund der Rachni-Königin ist. Ich hätte übrigens erwartet, dass sowohl James als auch Javik noch ein bisschen mehr Aufstand macht, dass wir die Rachni-Königin irgendwie mitnehmen wollen, aber, oder dass wir ihr helfen wollen, aber ich schätze mal, die beiden sind Soldaten genug, um da jetzt nicht gerade mitten im Gefecht eine große Diskussion anzufangen, wie es nur Idioten tun würden, also ich. Wow, kann ich nur sagen, wow. Ja, die 4 Folgen sind vorbei für den Samstag. Wir sehen uns morgen wieder am Sonntag. Es kann sein, dass die Folgen etwas später kommen, erst gegen Abend hin, weil ich am Sonntag erst zum Aufnehmen komme, weil ich Samstag Rollenspielmeister bin und dafür noch was vorbereiten muss. Wir sehen uns also für euch ausgesehen morgen, spät Nachmittag, Abend. Bis denn dann. Ciao, tschüss.